Hallo zusammen, heute schauen wir uns diese vier Aktien an, die AbbVie, Exxon, Snap und Meta. Wir werden uns anhand der Charttechnik anschauen, wo sind meine Unterstützung- Widerstandszonen und in welcher Zone befinden wir uns. Viel Spaß mit dem Video. Hier sind wir bei der AbbVie-Aktie. Wir sehen bei dieser Aktie, dass wir eine Seitwärtsrange hatten, auf längere Monate sogar, fast ein ganzes Jahr. Dann kam der Ausbruch hier hoch. Und nun sind wir wieder in dieser alten Seitwärtsrange zwischen 165 und 130. Die beiden Mittelwerte 142 und 154. Wir befinden uns auf alle Fälle nun in dieser Seitwärtsrange. Nun ist es wichtig, der Monat April geht ja nicht mehr sehr lange. Das heißt, wir bleiben wahrscheinlich schlusskosttechnisch drunter. Gehen wir wieder hoch über die 165, wäre das positiv, damit wir dann wieder hochlaufen können auf die 188. Bleiben wir drunter, werden wir die 154 wieder sehen oder 142 und im schlimmsten Fall die 130. Denn dann sind wir wieder in dieser alten Range gefangen. Und die 165 wird zur Widerstandszone. Hier sind wir im Wochenchart. Und im Wochenchart sehen wir auch hier einen Mittelwert 154, mehrmals getestet, Unterstützungszone 142. MACD war hier sehr positiv auf Wochenbasis, darum kam auch die große Rallye nach hoch. Auf dem Ausbruch aus der Seitwärtsrange, hier testeten wir mehrmals die 177. Dann kam der Bruch runter, hier wurden mehrere Schlusskurse getestet, auch Stoppkurse wurden hier geholt. Dann kam der Abverkauf runter. Und wir haben die 165 einmal drunter, dann wieder über dem 165er Bereich, schlusskosttechnisch, und jetzt wieder runter. Das heißt für mich, wir werden wahrscheinlich nächste Woche die 154 sehen. Die alte Widerstandszone hier wird nun zur Unterstützungszone. Bleiben wir drüber, ist das gut. Gehen wir in den folgenden Wochen auch drunter, sehen wir dann die 142. Und wir sind hier auf Wochenbasis in der Korrektur im Aufwärtstrend. Also mal sehen, was nächste Woche kommt. Ich vermute, wir werden die 154 testen. Hier sind wir bei der Meta-Aktie. Bei der Meta-Aktie sehen wir hier die Seitwärtsrange. Hier war der Ausbruch aus 322 und 290. Diese Range hatten wir fast 5 Monate. Dann der Ausbruch hoch. Hoch bis auf 516 US-Dollar. Hier sehen wir auf alle Fälle mal eine Schulterformation. Und wir sehen auch hier auf Monatsbasis hier der Außenstab, in dem wir uns nun befinden. Im Außenstab heißt das generell charttechnisch, wir können hier wieder hin und her laufen und immer der Schlusskurs würde im Außenstab sein, was gut wäre. Bleibt der Schlusskurs drunter, wird der Außenstab zur Widerstandszone und wir können dann runterlaufen auf die 322. Der alte Widerstand wird nun zur Unterstützung und wir testen dann den Ausbruch hier nochmal das zweite Mal, um dann wieder höhere Kurse anzusteuern über die 516. Auf Monatsbasis also abwarten, Außenstab, mal sehen, ob wir über die 516 hinauskommen, denn dann würde das Kaufsignal wieder optimiert, also bestätigt werden. Wenn wir über die 516 hinausgehen, bleiben wir drunter, sehen wir die 386 auf alle Fälle mal. Falls wir nicht über die 451 wieder hinausgehen, schlusskosttechnisch. Wir haben ja nur noch ein paar Tage im April. Mal sehen, was der Mai-Monat macht. Hier sind wir im Wochenchart bei der Meta-Aktie. Wir sehen hier die Seitwärtsrange 322, 355, Ausbruch hoch. Dann hier der Widerstand 386, hoch auf die 485, hier wieder getestet, seitwärts, hoch auf die nächste Widerstandszone 516, kurz drüber, dann wieder hinein. Wir haben dann diesen alten Widerstand, wird hier zur Unterstützung mehrmals getestet, dann kam hier der Abverkauf runter, hier war es einmal schon drunter, hier das zweite Mal drunter, also Abwärtstrend. Hier sehen wir auch die MACD-Kreuzung, ist jetzt wieder Korrekturmodus angesagt. Nun ist die Frage, können wir über den gleitenden Durchschnitt bleiben? Der liegt aktuell bei 451. Falls nicht, dann können wir runterlaufen auf die Zielzone 386. Der alte Widerstand wird zur Unterstützung. Und im schlimmsten Fall testen wir auch die 355, diesen alten Bereich. Hier Widerstand wird hier zur Unterstützungszone. Mal sehen, was kommt. Auf alle Fälle befinden wir uns nun in einer Korrektur bei der Meta-Aktie. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr informiert werdet, wann ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ihr unterstützt meinen Kanal, damit mein Kanal mehr Reichweite bekommt. Ich sag schon mal Dankeschön.
Hier sind wir bei der Snap-Aktie. Bei der Snap-Aktie sehen wir hier den langen Seitwärtsbereich, den wir fast ein Jahr durch hatten, so über ein Jahr. Dann kam hier der Ausbruch bei der 14-Dollar-Zone. Monatsbasis MACD ist positiv, aber sind noch unter der Nulllinie, was bearish ist. Ausbruch hoch, nächster Widerstand 17,32, kein Schlusskurs drüber. Ist auf alle Fälle mal nicht gut. Abverkauf wieder in der alten Seitwärtsrange zum Mittelwert 10 US-Dollar. Dann wieder hoch, die Kraft war noch niedrig und jetzt sind wieder hoch. Auch am kleinen Durchschnitt befinden wir uns nun aktuell. Wir sind nun über der 13,67 wieder. Das heißt, wir müssen nun drüber bleiben, wäre optimal. Nicht wieder hochlaufen können auf die 17,32. Bleibt der nächste Monat Mai drunter, schlusskurstechnisch sehen wir die 10 US-Dollar und im schlimmsten Fall die Tiefkurse circa bei 8 US-Dollar. Wir sehen hier auf alle Fälle mal einen Aufwärtstrend mit einer Korrektur. Nun ist die Frage, wann wird es wieder positiver werden. Wenn wir über die 17,32 hinausgehen, schlusskurstechnisch, dann können wir die 21 antesten und wir befinden uns dann über den gleitenden Durchschnitt, was auf alle Fälle gut ist. Also mal schauen, was der Wochenchart uns mitteilt. Hier sind wir im Wochenchart bei der Snap-Aktie. Wir sehen hier auf alle Fälle mal den massiven Widerstand. Mehrere Wochen konnten nicht drüber schließen. Alle Schlusskurse waren drunter. Wir sehen hier die Unterstützung. Also hier war es eine Widerstandszone. Hatten wir nicht Unterstützung angezogen. Wir gingen sofort runter. Und wir testen dann die 10 US-Dollar als Unterstützungszone mehrmals. Hier war das hoch. Ausbruch über die 13,7 und jetzt sind wir nun drüber geschlossen, wochenbasismäßig, was auf alle Fälle gut ist. Nun können wir nächste Woche hier wieder runtergehen, dass diesen Bereich testen und dann wieder hochlaufen auf die 17,32, wäre optimal. Mal sehen, ob wir die 17,32 durchbrechen, das wäre schlusskurstechnisch perfekt, damit wir dann auf die 20 US-Dollar laufen können. Bleiben wir drunter, können wieder runterlaufen auf die 13,67. Fällt nächste Woche der Schlusskurs unter die 13,67, können wir die 10 US-Dollar antesten. Laut MACD sind wir noch in der Korrektur, aber wir sind wieder ein positiver Kreuzung, könnte hier entstehen. Aber mal schauen, was nächste Woche kommt. Mal abwarten. Auf alle Fälle sind wir hier nun wieder außerhalb der langen Seitwärtsrange auf Monatsbasis, aber wichtig, mal schauen, was der Monat Mai macht, denn wichtig, in der großen Zeiteinheit wird großes Kapital investiert, umso kleiner die Zeiteinheit, umso weniger Kapital wird investiert. Darum sind die Signale bei der größeren Zeiteinheit viel genauer als bei der kleineren Zeiteinheit. Hier sind wir bei der ExxonMobil Aktie. Wir sehen hier den Seitwärtsbereich, den wir mehrmals hin und her hatten, fast auch über ein Jahr lang. Hier den Ausbruch auf 125 circa Schlusskurs, da sind wir über der 120 noch. Wir haben noch ein paar Tage im April. Bleiben wir drüber, wäre das gut. Nun müsste der Mai auch drüber schließen, damit dieser Bereich zur Widerstandszone wird. Geht der Mai wieder runter schlusskurstechnisch, können wir wieder runterlaufen auf die 100 US-Dollar. Auch auf Monatsbasis sehen wir hier eine Korrektur, aber immer noch im bullischen Bereich. Fällt der Monat Mai auch wieder drunter schlusskurstechnisch, wird hier keine Kreuzung stattfinden und wir befinden uns dann wieder in dieser alten Seitwärtsrange, was auf alle Fälle wieder heißt, wir können längere Jahre seitwärts laufen. Also mal beobachten, der Monat Mai ist hier sehr, sehr wichtig. Bleiben wir über die 120, wäre das gut. Hier sind wir im Wochenchart von der ExxonMobil. Wir sehen hier die 120. Schlusskurstechnisch haben wir hier mehrmals den Bereich getestet. Einmal drunter und wieder drüber, was auf Wochenbasis positiv wäre, damit wir auf die 124 laufen können nächste Woche. Fällt aber nächste Woche der Schlusskurs auch wieder drunter. Dann können wir die 115 antesten. War hier eine Unterstützungszone. Hält die Zone nicht, können wir runterlaufen auf die 105. Dieser alte Widerstand. Der ganze Durchschnitt ist hier noch aufwärts gerichtet, befinden uns auch noch drüber. Der wird auch wieder nach oben gehen und wir könnten auch dorthin laufen auf 115 und gleich den Durchschnitt testen. Aktuell sind wir auf Wochenbasis hier noch im Aufwärtstrend. Das heißt auf alle Fälle noch bullish. Aber wir sind hier schon 4 Wochen oder 3 Wochen laufen wir hier in diesen Außenstab hin und her. Mal sehen, was kommt. Auf alle Fälle ist es wichtig, nächste Woche über die 120 US-Dollar müssen wir bleiben, damit dieser Bereich
bestätigt wird als Unterstützungszone. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen!